Was geht ab, meine lieben Freunde? C2DMX, Kriegs am Start und heute habe ich ein neues Video für euch mitgebracht. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr nach dem Patch 1.36 einen unsichtbaren Oberkörper bekommen könnt. Wundert euch auf jeden Fall nicht, warum ich so rede. Ich bin ein bisschen erkältet und deswegen hört sich meine Stimme so komisch an. Aber ich hoffe, es stört euch nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt mit dem Invisible Body Glitch an. Als erstes müsst ihr euch für den Glitch auf eine beliebige Yacht begeben. Es ist wirklich völlig egal, ob es eure Yacht ist oder die eines Freundes. Dann geht ihr, so wie ich es ungefähr gemacht habe, in die Nähe des Pools, öffnet euer Interaktionsmenü und registriert euch als CEO. Wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr wieder ins Interaktionsmenü zu den CEO-Outfits und wählt euch hier ein beliebiges CEO-Outfit aus. Es spielt hier wirklich keine Rolle, welches Outfit ihr euch auswählt. Habt ihr das dann gemacht, könnt ihr auch schon euer Interaktionsmenü schließen und ihr begibt euch in den Pool. Im Pool angekommen, müsst ihr jetzt eure Haftbomben auspacken und eine Haftbombe, so wie ich das im Video gemacht habe, platzieren. Also ganz wichtig, platziert die Haftbombe so weit wie möglich am Rand des Pools. Habt ihr die Haftbombe jetzt platziert, öffnet ihr wieder euer Interaktionsmenü, geht dann zu CEO und verlässt eure CEO-Organisation. Nachdem ihr jetzt die Organisation verlassen habt, stellt ihr euch ungefähr so wie ich es hier gemacht habe, so weit wie möglich am Rand des Pools hin, sodass noch eure Badeklamotten anbleiben. Habt ihr euch jetzt so hingestellt, wie ich das hier im Video gemacht habe, öffnet ihr euer Interaktionsmenü und müsst euch als CEO registrieren. Wenn jetzt die Meldung kommt, dass ihr die CEO-Organisation bestätigen könnt, dann bestätigt ihr diese und zündet zeitgleich die Haftbombe, sodass ihr aus dem Pool rausfliegt. Hierbei ist es ganz wichtig, dass ihr wirklich aus dem Pool rausfliegt, sonst wird dieser Glitch nicht funktionieren. Seid ihr jetzt gespawnt, sollte euch auffallen, dass ihr jetzt aus dem Pool draußen seid, aber immer noch die Badeklamotten anhabt. Dann habt ihr bis hierhin alles richtig gemacht. Anschließend müsst ihr euch in ein Bekleidungsgeschäft begeben. Dort geht ihr dann zu den Oberteilen und scrollt ganz runter zu den Einsatzwesten. Bei den Einsatzwesten angekommen, zieht ihr euch jetzt eine beliebige Einsatzweste an. Nachdem ihr jetzt die Einsatzweste angezogen habt, geht ihr wieder zurück zu den Oberteilen. Dort scrollt ihr dann ein bisschen runter und klickt auf Blazer für Überzieher. Das ist die Nummer 13. Seid ihr jetzt bei der Nummer 13 angekommen, wählt ihr euch hier kein Oberteil aus und ihr seht, dass ihr einen unsichtbaren Oberkörper habt. Und das war's dann jetzt eigentlich auch schon im Großen und Ganzen mit dem Glitch. Dieser Glitch hat leider einen kleinen Nachteil und zwar, wenn ihr die Lobby verlasst, ist dieser Oberkörper-Glitch weg. Das heißt, dieser Glitch funktioniert leider nur in der Lobby, in der ihr euch gerade befindet. Sobald ihr die Lobby wechselt, ist der Oberkörper-Glitch weg und ihr müsst diesen Glitch von neu machen. Leider könnt ihr auch dieses Outfit nicht abspeichern, aber ich denke, das ist nicht so schlimm, da die Anfrage auf diesen Glitch sehr hoch war und jeder so einen Glitch sehen wollte. Trotzdem könnt ihr mit einem unsichtbaren Oberkörper bestimmt eure Freunde oder andere Spieler in öffentlichen Lobbys beeindrucken. Deswegen denke ich, dass es trotzdem ein richtig geiler Glitch ist. Und das soll es dann auch schon wieder mit dem Video gewesen sein, meine lieben Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Außerdem, wenn ihr jetzt oben rechts auf unser Profilbild drückt, könnt ihr uns abonnieren. Unten links und unten rechts findet ihr unsere letzten Videos. Die Social Media Links haben wir euch natürlich auch in die Videobeschreibung gepackt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.